Endlich wieder Pokalfinale. Das ist aktuell die Stimmung an der Alzeyer Straße. Die Wamatia freut sich auf dieses besondere Spiel. Und deshalb widmen wir heute eine ganze Sendung dem Finale am 25. Mai. Ganz besonders involviert ist unser heutiger Studiogast. Ich begrüße Giuseppe Lepore, Leiter Geschäftsbetrieb bei der Wamatia. Giuseppe, du hast einiges um die Ohren im Moment. Wie eingespannt bist du wegen des Pokalfinales? Ja, ich bin sehr eingespannt, ja, schon seit einigen Wochen, aber das macht auch Spaß, weil die Vorfreude dann auch zu spüren ist, ja, bei den ganzen Personen, Fans, die sich mit Karten auch ja, fleißig, reichlich eindecken. Und ja, die Vorfreude ist wirklich auch zu spüren bei uns allen. In der Geschäftsstelle, dein Terrain, da kommen ja ganz viele, die sich Karten kaufen. Wie ist so die Stimmung bei den Leuten? Die Stimmung, ja, die Spannung ist einfach greifbar auch. Ja. Also natürlich freut man sich auch auf den morgigen Saisonabschluss gegen TuS Koblenz, aber natürlich alles schaut auf den nächsten Donnerstag nach Pirmasens. Man hat viel zu erzählen, man will einfach ja, den Pokalsieg vor Ort erleben und ja, wir dürfen uns dann, denke ich, auch auf eine schöne Kulisse freuen. Auf jeden Fall. Um die Spannung noch zu steigern, die Vorfreude, hast du auch ein kleines Gewinnspiel mitgebracht. Es gibt einen limitierten Schal, den können Interessierte kaufen oder bei uns gewinnen, liebe Zuschauer. Wenn Sie wissen, gegen wen die Wamatia 2012 das Pokalfinale in Idar-Oberstein gewonnen hat, rufen Sie an, Wormser Vorwald 22622, geben Sie die Lösung durch und dann gewinnen Sie hoffentlich den Pokalschal. Wir haben auch ein Bild vorbereitet von der Kollegin Karin Flessner, fotografiert der Schal. Da liegt er auf dem Rasen, rufen Sie an, 22622 und gewinnen Sie. Solche in Anführungszeichen Kleinigkeiten, die machen es aber auch aus, die Vorfreude zu steigern, oder? Ja, selbstverständlich, da gehören Fanartikel dazu und dieser Schal wird immer in Verbindung gebracht dann mit diesem Pokalspiel und ja, ja, auch Fanshirts wird es seitens der Fans geben, die sie dann auch jetzt verkaufen werden im Vorfeld der Begegnung am Donnerstag. Und da werden wir alle in Rot und Weiß dann vor Ort zu sehen sein. Genau, lass uns die Daten zu Beginn nochmal festhalten. Am Donnerstag, der 25. Mai, um wie viel Uhr in Pirmasens? Um 17 Uhr findet die Begegnung oder wird sie angepfiffen. Ja. Und ja, zahlreiche Busse sind auf dem Weg nach Pirmasens. Ja. Die Uhrzeit war ja lange unklar, weil die ARD überträgt den Tag der Amateure. Es wurde 17 Uhr, ist eine gute Uhrzeit für möglichst viele Fernsehzuschauer. Ja, finde ich schon, zumal wir noch einen Frühschoppen anbieten werden, dann, welcher dann ab 11 Uhr bei uns in der EWR-Arena dann vollzogen wird. Ja, da kann man sich schön einstimmen vor Ort auf das Spiel. Ja, und für mich ist es eine optimale Zeit. Ihr habt auch ein Arrangement, ein Paket zusammengeschnürt. Ja. Wer sich dafür interessiert, was wird geboten? Ich muss dazu sagen, was wurde geboten. Okay. Ja. Da ich jetzt dann auch mitteilen kann, dass die Fanpakete restlos ausverkauft sind. Ja. Geboten wird eine Eintrittskarte für das Pokalendspiel, eine Busfahrt, also Hin- und Rückfahrt mit einem Bus und noch ein Verzehrbon für eine Bratwurst und für ein Freigetränk vor Ort. Also das Rundum-Sorglos-Paket sozusagen. Wie viele Karten habt ihr schon verkauft? Wir haben 800 Karten verkauft und darunter 318 Fanpakete. Und insgesamt, wie viele Wormser werden sich wahrscheinlich auf den Weg machen? Auf jeden Fall eine schöne vierstellige Anzahl. Und ja, lassen wir uns überraschen. Ja, also ich denke, wenn wir 2000 Zuschauer vor Ort insgesamt haben werden, wäre es schon mal eine schöne Kulisse. Es dürfen aber natürlich auch deutlich mehr sein. Ja, die Favoritenrolle ist klar verteilt. Die Wamatia spielt gegen Morlautern, einen Oberligisten. Mhm. Da muss ein Sieg her, aber wie so oft im Pokal und wie die Wamatia auch leidvoll erfahren hat in den letzten Jahren, hat nicht immer geklappt. Ist sich die Mannschaft denn dessen bewusst, dass es klappen sollte, muss? Mit Sicherheit, ja, aber wir werden den Gegner jetzt auch nicht unterschätzen. Ja, wir werden da hoch konzentriert in das Spiel gehen und
ich bin überzeugt davon, dass wir am Ende dann auch den Pokalsieg dann auch einfahren werden. Und dann einzuziehen in den DFB-Pokal, die erste Hauptrunde, hat ja tolle Erlebnisse allen Wormatia-Fans beschert. 2012, 2009, 2007 waren ja die jüngsten Pokalsiege. So lange bist du noch nicht bei der Wormatia, ja. Trotzdem ist es die Chance, dein erster Pokal zu werden, auch ganz persönlich für dich ein Meilenstein? Ja, absolut. Ich war Augenzeuge beim letzten Pokalsieg, auch wenn ich noch nicht für die Wormatia tätig war. Und habe mit einem anderen Verein auch schon mal ein Pokal-Endspiel erlebt, ja. Was leider ja, verloren wurde. Aber das ist jetzt kein Omen für unser Spiel. Und ich freue mich total darauf. Ja. Und das ist natürlich das Salz in der Suppe, so ein Spiel. Dafür arbeiten wir Tag für Tag. Und ja, es wird ein ganz tolles Erlebnis vor Ort. Zum Glück hatte die Wormatia zuletzt ja immer gewonnen, 2012 ja gegen Pirmasens. Und das war ein Erlebnis für viele Fans und da war die Ansetzung damals ein Thema, warum nach Idar-Oberstein zu reisen, trotzdem am Ende Hauptsache gewonnen. Du hast jetzt mit Spielern viele Gespräche geführt, da geht es um die Vertragsverlängerung, es geht um vielleicht auch um neue Spieler. Wir haben über die Fans gesprochen und deren Stimmung, wie ist es bei der Mannschaft? Was nimmst du da wahr? Ja, die Mannschaft ist zwar fokussiert auf das Pokalspiel, aber es zählt auch noch das morgige Spiel gegen Koblenz, weil wir haben mitunter noch die Möglichkeit, uns um zwei Plätze zu verbessern und das wollen wir auch erreichen, sofern es möglich ist. Und ja, und dann ist auch, ja, wird natürlich auch bei den Spielern schon über das Endspiel gesprochen, ja, aber ich denke, die Stimmung, die heizt sich dann in der kommenden Woche dann erst richtig ein. Es ist ja auch Feiertag an dem Tag, da ist hoffentlich, hat viele Leute Zeit, im Gegensatz zu einem Werktag beispielsweise. Jetzt steht das alles bevor und es wird ernst. Wie wird die Mannschaft den Tag angehen? Wann reist die Mannschaft an? Was ist da noch geplant? Da ist nichts Besonderes geplant. Wir werden das Spiel planen, angehen von der Organisation, wie, ja, wie ein normales Regionalligaspiel auch. Und werden auch dann zeitlich genauso anreisen mit dem gleichen Zeitplan, wie wir es auch bei Regionalliga-Auswärtsspielen machen. Und werden da also nichts Besonderes im Vorfeld tun. Einfach das Spiel in den Mittelpunkt zu stellen. Ja. Ihr habt großen Aufwand im Vorfeld, der DFB ist auch involviert, die Übertragung in der ARD haben wir angesprochen. Mhm. Wie sieht das finanziell für den Verein aus, das Finale, lohnt sich das? Ja, wenn man es gewinnt, dann auf jeden Fall. Ja. Und vorher? Ja, vorher weniger, aber es ist auch für jeden Verein ein steiniger Weg bis zum Finale. Und letzten Endes, das ist auch in anderen Regionalverbänden so, zählt dann nur der Pokalsieg, ja, um dann finanziell dann auch profitieren zu können. Und vielleicht auch Spielräume sich zu eröffnen für die neue Saison, die eine oder andere Neuverpflichtung, vielleicht möglich durch den Pokalsieg? Ja, soweit wir jetzt heute nicht gehen. Ja, es ist, man kann das im Vorfeld nicht einplanen, aber es hilft natürlich dann auch beim einen oder anderen Gespräch dann auch mit Spielern. Ja. Wir sind gespannt. Wenn du schon da bist, lass uns auch über die vergangene Runde sprechen. Die Wormatia mit einer soliden Leistung, mit einer sehr ordentlichen Leistung. Habt ihr gehofft, ja, damit gerechnet auch? Ja, damit gerechnet nicht unbedingt. Ja, also, also ich nehme persönlich und ich glaube wir alle einen positiven Entwicklungsprozess wahr und können mit dem jetzigen Stand auf jeden Fall sehr zufrieden sein. An Betracht dessen, dass auch andere Vereine, ruhmreiche Vereine, durchaus Probleme haben. Ja. Eintracht Trier abgestiegen in die Oberliga. Ein alter Rivale, ist es trotzdem bedauerlich für die Liga? Ja, ich meiner Meinung nach ist es bedauerlich, wie viele Mannschaften überhaupt absteigen können. Also die Anzahl von 6 Mannschaften, die es dann treffen kann und wahrscheinlich auch treffen wird, ist meines Erachtens zu hoch. Und natürlich gibt es Traditionsvereine wie Eintracht Trier, die von Grund auf möglicherweise auch in diese Liga gehören. Aber wir schauen da natürlich auf uns und können da auch stolz darauf sein, dass wir andere namhafte Vereine auch hinter uns gelassen haben. Du kennst die Ligen seit vielen, vielen Jahren, nicht nur die Regionalliga, alle anderen Ligen auch.
Wie stark war die Regionalliga Südwest in dieser Spielzeit? Also für mich war sie in der, oder ist sie auch in der Breite, auf jeden Fall die stärkste Regionalliga in ganz Deutschland. Und sie erfährt quasi nahezu jedes Jahr auch eine Aufwertung. Auch deswegen, weil Vereine, ja, oder weil es in der Relegation in den letzten 2 Jahren beispielsweise nicht gelang, den einen oder anderen Verein dann in die dritte Liga aufzusteigen. Und ja, und wenn man so namhafte Vereine wie Waldhof Mannheim, 1. FC Saarbrücken und viele andere dann auch, wenn die sich in der Regionalliga Südwest versammeln, dann weiß man, dass da auch eine gewisse Qualität da ist. Und keiner der beiden, also Ilversberg als Meister oder die Waldhöfer, wissen auch in diesem Jahr nicht, ob sie den Aufstieg in die dritte Liga schaffen. Dieses Nadelöhr, sicher auch häufig Gegenstand von Debatten. Wie verfolgst du das? Ist es in Ordnung, diese Regelung? Sie ist für viele unbefriedigend. Ja, also nach meiner Auffassung muss ein Meister direkt aufsteigen können. Ich muss aber auch sagen, dass die jetzige Struktur der Regionalliga Südwest also meines Erachtens deutlich besser ist wie die damalige in der Regionalliga Süd, weil sich dort eben mehr Traditionsvereine jetzt dort sammeln, weniger zweite Mannschaften, auch wenn ich nichts gegen die habe. Ja. Und bei Managertagungen kommen unterschiedliche Themen diesbezüglich immer wieder auf und werden auch Gesprächsgegenstand dann auch in der kommenden Saison sein. Das Thema zweite Mannschaften hat sich fast ein wenig von selbst gelöst. Groß waren die Debatten, dass so viele zweite Mannschaften teilnehmen. Einige Vereine melden ab, haben bereits abgemeldet. Mhm. Ist die jetzige Anzahl, jetzt kommt Mainz 05 noch in die Regionalliga Südwest, ist es eine gesunde Anzahl? Ist die okay für die Liga? Ja, finde ich schon. Ja, also gerade in Hoffenheim oder auch in Mainz wird schon eine hervorragende Nachwuchsarbeit betrieben und dann ist es dann auch sportlich gesehen eine Bereicherung für die Liga. Jetzt habt ihr tolle Schlachten geschlagen, tolle Spiele gespielt in der Saison und es hat zum Pokalfinale gereicht, was Jahre zuvor nicht möglich war. Was war in diesem Jahr anders im Vergleich zu den Spielzeiten vorher? Ja, wir hatten auch in diesem Jahr oder in diesem Pokalwettbewerb hatten wir sehr enge Spiele. Ja. Letzten Endes stelle ich also schon einen sehr guten Zusammenhalt fest, was die Zusammenarbeit vom Trainerteam mit der Mannschaft dann auch angeht. Und ich glaube, dass das dann letzten Endes dann auch der Ausschlag war, dass wir es geschafft haben, ins Finale einzuziehen. Das heißt auch Spieler, die sich explizit identifizieren mit der Wormatia. Wormser wie Benjamin Himmel beispielsweise, aber auch Rückkehrer wie Marco Metzger, der auch wieder bei der Wormatia spielt, den Vertrag verlängert hat. Also sportlich muss es natürlich passen, aber die menschliche Komponente, war das eine Lehre aus Spielzeiten vorher, dass die noch stärker passen muss? Gut, ich nehme jetzt meine dritte Saison bei der Wormatia und ich nehme in den letzten 3 Jahren beispielsweise eigentlich ja immer wahr, dass die menschliche Komponente gepasst hat und die ist sehr wichtig. Ja, also die sportliche Leistungsfähigkeit ist natürlich ein sehr wichtiges Kriterium, aber es muss auch menschlich passen und das ist bei uns auch der Fall. Und offensichtlich sichtbar ist, dass jüngere Spieler es immer wieder schaffen, doch sich durchzusetzen in der ersten Mannschaft. Wie fällt dein Saisonfazit in der Hinsicht aus? Können sich junge Spieler bei der Wormatia nachhaltig beweisen? Ja, auf jeden Fall. Wir stellen eine sehr, sehr junge Mannschaft, auch im Vergleich zu anderen Regionalliga-Vereinen. Und wir haben einige junge Spieler, die sich sehr gut entwickelt haben. Ja. Und auch an dieser Stelle ist es natürlich auch ein Verdienst unseres Trainerteams. Ja. Und da ist die Entwicklung beim einen oder anderen Spieler noch nicht abgeschlossen. Und selbst als der Klassenerhalt eingetütet war, hat Stephen Jones sich entschieden, den einen oder anderen noch öfter einzusetzen und es hat geklappt. Ja, hat geklappt und das zeigt dann halt dann auch eben die mannschaftliche Geschlossenheit ja, und auch das Verständnis des einen oder anderen Spielers, der normalerweise ja, regelmäßig zum Einsatz kommt. Und für die jungen Spieler ist es natürlich dann toll, wenn sie dann ihre Einsatzzeiten bekommen, dann auch unter Beweis stellen können, dass sie sich dann auch weiterentwickelt haben.
Wichtig auch, dass alles, was unterhalb der ersten Mannschaft geschieht, auf stabilen Beinen steht. Die Jugendabteilung durchaus erfolgreich. Die A-Jugend hat den Klassenerhalt geschafft und die zweite Mannschaft versucht es im dritten Anlauf, endlich in die Verbandsliga aufzusteigen. Ja. Klappt es diesmal? Ja gut, aller guten Dinge sind drei. Und mich würde es sehr freuen, ja, für die, ja, es wäre insbesondere für den Holger Busch, das sage ich hier ganz offen, würde den Abteilungsleiter würde es mich sehr freuen, aber auch für die Mannschaft an sich und das Trainerteam, ja, das, glaube ich, noch ein großes Ziel hat. Und wir drücken alle die Daumen, dass es dann auch letzten Endes dann auch erreicht wird. Für alle, die es nicht wissen, das Trainerteam wird sich verabschieden zum Ende der Saison. Auch eine Zäsur für die beiden, aber aus familiären Gründen sehr, sehr nachvollziehbar. Ja. Es wäre der krönende Abschluss für beide. Absolut, absolut. Und für den Verein dann auch wieder ein positiver Schritt, sportlich gesehen. Ja, denn die Verbandsliga, die hat ja dann schon ein gewisses Niveau, was dann auch für die Entwicklung der jungen Spieler dann auch auf jeden Fall positiv wäre. Und selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass es nicht klappt, die Mannschaft hat bewiesen, immer wieder erneut sich motivieren zu können und den Blick nach vorne zu richten. Das wollen wir jetzt auch. Es geht um die neue Spielzeit. Ich habe es gesagt, es gibt die ein oder andere Vertragsverlängerung. Fast täglich sieht man dich mit dem Trikot eines anderen Spielers. Da tut sich einiges im Moment. Was ist da der aktuelle Stand? Wer hat verlängert? Was könnte bald passieren? Okay, ja, verlängert haben Eugen Gopko, Mario Mildner, Gianlucas Doro, Ricky Pinheiro, ja, Michael Metzger, ja, und Patrick Auracher natürlich. Und ja, der eine oder andere wird möglicherweise jetzt in den nächsten Tagen folgen. Das heißt, ein Stamm, auf den man bauen kann, der sich auch sportlich und menschlich bewiesen hat, trotzdem den einen oder anderen Reizpunkt zu setzen, ist auch euer Anliegen. Wie sieht es da aus? Ja, das gehört natürlich dazu, aber zunächst mal wollen wir natürlich unseren Stamm halten, das ist sehr wichtig. Ja. Man hat jetzt dann auch die vergangenen Jahre gesehen, dass dieser Stamm sich dann auch bewährt hat. Und ja, und dann wird es natürlich auch den einen oder anderen Neuzugang geben, das ist normal. Und ja, warten wir es einfach mal ab. Man hört immer wieder, dass die Mannschaft im Schnitt relativ klein sei, dass da so ein gewachsener, so ein gestandener Kopfballspieler oder so fehlt. Ist es tatsächlich eine Baustelle? Wird da was in der Hinsicht getan? Es kann schon ein belebendes Element sein, ja, mit einem körperlich oder mehreren körperlich robusteren Spielern. Ja. Aber ich finde, ja, dass unsere Spieler jetzt eher ein Lob verdient haben. Ja. Und auch die Spieler, die jetzt vielleicht jetzt nicht groß gewachsen sind, ja, und eine eher schmächtige Statur haben, die haben auch durchweg eine gute Saison gespielt. Ich glaube, daran allein kann man es nicht festmachen. Das ist immer der Mix ist wichtig, der muss einfach passen. Ja. Die neue Liga, Mainz 05 kommt dazu. Die Aufsteiger, die eventuellen Aufsteiger stehen noch nicht fest. Trotzdem, wie sieht die neue Liga aus, was die Qualität anbetrifft? Mhm. Ja gut, Mainz 05 2 wird mit Sicherheit eine qualitativ gute Mannschaft ins Rennen schicken. Was den FSV Frankfurt angeht, das kann man heute noch nicht beurteilen. Ja, ja, da gibt es noch einige finanzielle Unwägbarkeiten, was man so mitbekommt. Dann ja, die Oberliga-Aufsteiger, da könnte beispielsweise der SC Freiburg wieder mit seiner zweiten Mannschaft zurückkehren in die Regionalliga Südwest und sicherlich eine starke Mannschaft dann stellen. Und ja, ich erwarte, dass die Liga qualitativ ja, genauso bleibt, wie sie ist oder möglicherweise sogar noch etwas stärker wird. Die Kaderplanung traditionell bei der Bormatia hat sich immer sehr lange hingezogen. Wird das vermutlich wieder so sein? Ja, ich meine, es ist auch, war in den letzten Jahren auch nie ein Nachteil und ist es auch nicht. Ja. Das Transferfenster ist ja auch bis zum 31.08. geöffnet und wir wägen das sorgfältig ab. Ja. Und da bin ich mir sicher, dass die sportliche Leitung und unser Trainer auch da die richtigen Entscheidungen dann treffen werden. Nach fast 10 Jahren Regionalliga kann man durchaus sagen, die Bormatia hat sich etabliert mit den ein oder anderen Höhe- und Tiefpunkten.
Wie sehen die Ambitionen aus für die nächste Saison? Nur Klassenerhalt oder doch vielleicht einen Tick höher? Schwierig, das einzuordnen, ja, also zum heutigen Tage. Ja. Ich würde jetzt gerne irgendein Ziel formulieren, haben wir aber intern zum einen noch nicht besprochen, zum anderen muss man ja erstmal sehen, wie stellt sich unser Kader in Gänze dann letzten Endes dann zusammen und wie sieht es bei der Konkurrenz aus? Wenn ich einfach mal die letzten 3 Jahre Revue passieren lasse, ist es, falls wir wieder einen einstelligen Tabellenplatz sitzen, dann morgen nach Spielende erreichen sollten, ja, eine tolle Leistung, dass wir 3 Jahre hintereinander ja, einen einstelligen Tabellenplatz erreicht haben. Und natürlich möchte man, hat man immer die Ambition, darauf aufzubauen, aber wir tun gut daran, ja, wir sind in der Vergangenheit gut daran gefahren, ja, das Ganze sehr vorsichtig anzugehen und sehr gewissenhaft und vernünftig und jetzt keine Ziele zu formulieren, die utopisch wären. Ja, also ich kann leider heute jetzt noch kein Ziel formulieren. Ja. Machen wir im Zweifel dann in unserer nächsten Sendung. Giuseppe, vielen Dank, dass du da warst. Dir wünsche ich viel Durchhaltevermögen bis zum Pokalfinale. Dankeschön. 25. Mai, 17 Uhr in Pirmasens. Gibt es Karten vor Ort wahrscheinlich auch noch? Karten gibt es vor Ort, aber allerdings auch noch bis Dienstag bei uns. Und ja, greifen Sie zu, kann ich nur sagen. Und ja, und dann geht es nach Pirmasens und dann freuen wir uns auf ein tolles Spiel. Mit hoffentlich dem richtigen Ausgang, dass die Dormaz hier gewinnt. Ja. Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie einfach dran in Ihrem Wormser Montagsmagazin.